Assalamu alaikum, hört ihr mich? طيب، ist die Lautstärke in Ordnung oder dein Mikro oder meinst du jetzt meins? Euer Mikro ist aus. Gut, wir warten noch eine Minute und dann fangen wir an. Schauen wir. Ja, ihr bleibt gestummt. Also ihr seid grundsätzlich auf stumm gestellt, es sei denn, ich stelle euch frei. Waalaikum salam. Gut. Ich denke mal, wir fangen dann so langsam an. وعليكم السلام ورحمة الله. Könnt ihr die Folie sehen? Okay. Gut, fangen wir an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim. Ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich heiße euch alle willkommen zu dem neuen Arabischkurs. Und in diesem Kurs werden wir inshallah die Schönheit und die Herausforderungen der arabischen Sprache erkunden und zusammen meistern, inshallah. Arabisch, wie ihr wisst, ist nicht nur eine Sprache, ist nicht eine gewöhnliche Sprache, zumindest nicht für die Muslime, sondern auch ein Fenster zum Koran und der unermesslichen und zu den unermesslichen Reichtümern des islamischen Erbes und der Sach- und Fachliteratur. In dem heutigen Unterricht werden wir nicht direkt beginnen mit dem Lernen vom Arabisch. Der heutige Unterricht ist eine Einführung in diesen Kurs. Und wir werden besprechen, was ihr benötigt, wie ihr zu lernen habt, was ihr zu beachten habt, damit man von diesem Kurs etwas
mitnimmt. Manches davon, was ich euch erzählen werde, manches von dem, was ich euch jetzt oder heute erzählen werde, wird dem ein oder anderen geläufig sein. Es sind teilweise triviale Sachen, also allgemein bekannte Sachen, die aber manchmal eine Erinnerung nötig haben. Es gibt folgende Dinge, die ich mit euch besprechen möchte. Erst einmal werden wir darüber sprechen, was genau wir lernen werden, also welche sprachlichen Fähigkeiten werden wir lernen, wie trainieren wir das. Wir werden darüber sprechen, was ihr benötigt, wie ihr euch auf den Unterricht vorbereitet, welche Nacharbeit und Vorarbeit es gibt, Nacharbeit und nach dem Unterricht Vorarbeit. Wir werden über die Vergessenskurve sprechen. Wir werden über die Teilnahme von Frauen sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen hier dabei sind. Wenn ich mal kurz so drüber fliege, glaube ich, sind es schon so 4, 5 Achawat. Und dementsprechend ist das auch ein relevantes Thema für uns, um diverse Missverständnisse oder Trugschlüsse zu entfernen. Fangen wir an mit der ersten Folie. Wir werden in diesem Kurs 4 sprachliche Kompetenzen trainieren. Oder sagen wir es so, das ist das Ziel dieses Buches. Wir arbeiten mit dem Buch Al-Arabiyatu Baina Yadayk, Arabisch in deinen Händen, Arabisch in deinem Besitz. Al-Arabiyatu Baina Yadayk ist meines Erachtens, oder zumindest von dem, was ich kenne, von den Unterrichtsbüchern, Unterrichtsserien, die mir bekannt sind, ist das meines Erachtens das beste und gelungenste Buch. Warum das so ist, wer von euch kennt das Buch schon, hat schon mal reingeblickt oder vielleicht auch schon mal damit gearbeitet? Wir einigen uns auch für die Zukunft darauf, auf diverse Abkürzungen im Chat. Wir schreiben 1 für Ja, beziehungsweise ich, 2 für Nein und 3 heißt Ich weiß nicht. Meshi, dann geht das schneller. Also, dieses Buch ist meines Erachtens das gelungenste Buch, um Nicht-Arabern oder Nicht-Arabisch Sprechenden die arabische Sprache beizubringen, weil das Buch extrem viel Wert auf die kommunikativen Aspekte legt. Kommunikation. Und es ist belegt in Studien und auch erprobt. Also man weiß es auch von sich selbst. Das ist die natürliche Art, wie man Sprachen lernt. Die natürlichste Form, wie man eine Sprache lernt, ist durch Kommunikation. Richtig? Wenn ein Kind eine Sprache lernt, wie bringst du es ihm bei? Bringst du ihm das anhand einer Zweitsprache bei, anhand einer Übersetzersprache? Bringst du ihm theoretische Regeln der Sprache bei? Das ist in der Regel nicht der Fall. Das Kind lernt die Sprache durch Kommunikation. Das ist also die natürlichste Form, wie man eine Sprache lernt und die erfolgreichste Form, auch bei Erwachsenen, wenn sie eine Fremdsprache lernen. Deswegen ist Kommunikation extrem wichtig. Es gibt 2 Methoden, die Menschen anwenden, um Leuten die arabische Sprache beizubringen. Es gibt diese 2 Methoden. Es gibt eben diese kommunikative Methode. Das heißt, man arbeitet mit Dialogen, man spricht, man hört, man interagiert mit der Sprache. Auch wenn es am Anfang sehr, sehr gering und sehr schwach ist und sehr spärlich ist. Das ist mir bewusst und sollte euch auch bewusst sein, aber das schadet nicht. Die 2. Methode ist die, wie ihr Englisch in der Schule gelernt habt. Wie habt ihr Englisch in der Schule gelernt? Oder Französisch, für die Französisch auch hatten.
Für die, die Französisch von euch hatten. Wie hat man in der Regel in der Schule Französisch gelernt? Natürlich, man geht immer Bücher durch. Auch bei der Kommunikation geht man Bücher durch. Aber ich rede von der Methodik. Die Methodik ist meistens, man übersetzt einfach Texte. Es gibt überhaupt keine Kommunikation. Es gibt keine Kommunikation und man lernt sehr viel Theoretisches. Und die Folge davon ist, dass Leute nach 3 Jahren Französisch immer noch nicht imstande sind, sich eloquent und flüssig zu unterhalten. Das ist das Defizit von ja, nennen wir es diese mechanische Form von Sprachenlernen. Es ist schwer, ich muss sagen, auch wenn das Buch, dieses Buch Al-Arabitu Bayna Yadayk, ein Buch ist, das auf Kommunikation aufgebaut ist, ist es manchmal aber schwer, das im Unterricht wirklich zu verwirklichen, umzusetzen. Ich sage euch auch warum. Nicht selten scheitert es auch an den Schülern. Nicht selten scheitert es an den Schülern. Wisst ihr warum? Inwiefern? Nein, das Nicht-Dranbleiben ist eine andere Sache. Aber wenn wir von Kommunikation sprechen, das scheitert insofern daran, dass die Schüler nicht kommunikativ mitmachen. Keiner will ans Mikrofon. Das meine ich. Das ist dann natürlich, wenn das in diese Richtung geht, dann kann ich das nicht ändern, dann kann ich die Richtung nicht ändern. Dann wird es eben in diese Richtung gehen. Deswegen ist das auch eine Bitte an euch jetzt schon von Anfang an. Versucht, soweit und möglich auch yani, aktiv teilzunehmen. Versucht, aktiv teilzunehmen. Keiner muss sich schämen, weil keiner der Teilnehmenden wird sehr viel besser als du sein. Okay? Das heißt, ihr seid grundsätzlich alle auf ähnlichem Niveau Übende. Und der zweite Vorteil, den ihr habt, ist, ihr seid anonym. Keiner sieht dich, keiner sieht dein Gesicht, keiner sieht, dass du schwitzt oder zitterst. Keiner kennt dich. Du bist absolut anonym eigentlich. Also bleibt kein Grund, sich zu schämen und nicht mitzumachen. Warte. Daher versucht das bitte, das motiviert die Mitschüler und motiviert auch mich, als wenn ich immer sehe, dass nie jemand mitmacht und man das Ganze sozusagen hinter sich herziehen muss und schleppen muss. Diese 4 Kompetenzen, die in diesem Buch gelernt werden, an allererster Stelle stehen 2, ist das Hören und Sprechen. Das Hören und Sprechen, das ist auch der produktive Teil der Sprache. Ja, du produzierst Sprache durch das, einfach nicht durch das Hören, durch das Sprechen und Schreiben. Durch das Sprechen und Schreiben produzierst du Sprache. Und dann gibt es das Hören und Lesen, dadurch nimmst du Sprache auf. Die wichtigsten 2 hier sind Hören und Sprechen. Das ist nämlich der kommunikative Teil der Sprache. Wie trainieren wir diese Dinge? Und auch hier nochmal sicherzustellen, ihr könnt alle lesen, ne? Also die Basics des Lesens habt ihr alle drauf, weil das ist eine Voraussetzung. Wir werden hier nicht lesen lernen. Also wir werden nicht die Basics des Lesens lernen. Wir werden lesen üben. Lesen werden wir üben, so dass ihr zum flüssigen Lesen gelangt. Aber wir bringen nicht das Lesen hier bei. So, das Schreiben mag sein, dass der eine oder von euch sagt, ich kann nicht schreiben. Nein, ist kein Problem. Harakat, dass ihr ohne Harakat nicht lesen könnt, ist verständlich und das ist ganz normal. Das ist ganz normal, es wird auch nicht vorausgesetzt. Die arabische Sprache ist eine sogenannte phonetische Sprache. Phonetisch, was heißt phonetisch? Im Grunde genommen bedeutet das einfach Folgendes. Du schreibst, wie du liest oder wie du sprichst. Du schreibst, wie du sprichst. Nicht?
Nummer eins, also du schreibst, wie du sprichst, und du liest, wie geschrieben. Das macht das sehr simpel. Das macht das Lesen und Schreiben der arabischen Sprache sehr einfach, im Gegensatz zur deutschen Sprache. In der deutschen Sprache schreiben wir oft Dinge anders, als sie ausgesprochen werden. In der arabischen Sprache ist es nicht so. Zu 99%. Du schreibst genauso wie gehört. So wie du gehört hast, schreibst du es nieder. Und umgekehrt stimmt das auch. Deswegen diese zwei letzten Dinge, diese zwei Kompetenzen, Lesen und Schreiben. Wer lesen kann, der kann schreiben. Und wer schreiben kann, der kann lesen. Es kann natürlich ein bisschen Übung benötigen, aber im Grunde genommen, diese zwei ergänzen sich gegenseitig. So, was benutzen wir, um diese vier, in diesem Buch, was benutzen wir, um diese vier Fähigkeiten zu trainieren? Wir wollen unser Gehör trainieren, wir wollen unsere Zunge trainieren, das Sprechen, und wir wollen Lesen trainieren. Beim Schreiben muss ich sagen, das werden wir nicht so viel gemeinsam machen können. Das ist aus technischen Gründen einfach nicht möglich. Aber das könnt ihr selbstständig machen. Dazu gibt es ja, die Übungen und so. Dazu werdet ihr in dem Buch haben. Wie trainieren wir diese Dinge? Dazu gibt es drei Komponenten, drei Elemente im Buch. Es gibt sowas wie die Laute und Töne. Das betrifft jetzt die Aussprache, also das aktive Sprechen der Sprache. Dann gibt es zweitens Vokabeln und Wortgefüge, das heißt Begriffe, die du lernst, Sätze, die du lernst, Begriffskombinationen, die du lernst. Und dann gibt es drittens Regeln. Ja, die Wörter sollen dich nicht irritieren, sag einfach Regeln der Sprache. Theoretische Regeln der Sprache, okay? Sowas wie Klauseln oder Formeln. Diese werden aber eher implizit beigebracht. Das heißt, im ersten Buch wird es keine formulierten Regeln geben. Im Buch selbst gibt es das nicht. Das ganze Buch besteht nur aus Dialogen und Übungen. Wir werden das aber hinzufügen. Wir werden das hinzufügen. Wir werden im ersten Buch die wichtigsten Regeln, die du brauchst, also das ist ein solides Fundament, das du brauchst, um sinnvolle Sätze zu formulieren und zu verstehen und zu erkennen. Tamam, ich hoffe, bis hierhin alles in Ordnung. Okay. Ich muss euch heute. Ja, wie gesagt, ich werde euch ein paar langweilige Sachen erzählen, aber es ist trotzdem wichtig, auch wenn es langweilig ist, auch wenn es nicht vielleicht das ist, was ihr heute erwartet habt, dass wir gleich beginnen mit dem Eingemachten. Aber es ist für den Verlauf, für die Zukunft, wichtig. Und zwar kommen wir hier zum nächsten Punkt, Wahrscheinlichkeit des Behaltens. Der Hintergrund von diesen Folien oder von diesen Gedanken ist folgender. Ich unterrichte jetzt die arabische Sprache schon seit mehreren Jahren. Und wir haben in unseren Kursen schon über hunderte Teilnehmer gehabt. Und ich weiß mittlerweile, woran es oft scheitert, woran es oft scheitert. Also nicht, es muss nicht immer sein. Es kann viele Gründe geben, warum jemand das Ganze hinschmeißt. Aber nicht selten ist es, weil das Material, die Informationen, das gelernte Wissen nicht wirklich richtig aufgenommen wird. Und es staut sich und sammelt sich und irgendwann verzweifelt man und ist demotiviert, weil man nicht mitgekommen ist, aus eigener Versäumnis. Und ja, man verzweifelt dann und gerät in eine Lage, wo man das für sich nicht mehr für sinnvoll hält. Deswegen ist es ganz wichtig, schon von Anfang an
richtige Lernmethodiken zu haben, Lerntechniken zu haben, wissen, wie man mit den Informationen umgehen sollte, wie man wiederholen sollte, in welchen Abständen man wiederholen sollte. Eines der wichtigsten Punkte oder der wichtigsten Faktoren, um neu gelerntes Wissen zu behalten, ist der Faktor, wie das Wissen, wie die Informationen zu dir gelangt sind. Hier könnt ihr sehen, wir haben mehrere Kanäle. Wir haben einmal das Hören, wir haben das Sehen, dann haben wir Hören und Sehen, dann haben wir Nacherzählen und Erklären, was schon Nacherzählen und Erklären, hier beginnt es also mit dem Mitwirken, mit Mitmachen, Interagieren. Und dann haben wir das gänzliche Selbstmachen. Und wie du sehen kannst, die Wahrscheinlichkeit liegt beim Hören und Sehen, du hör, also oder nur Hören, du hörst dir jetzt eine neue Information an, einen 40, 50-minütigen Unterricht, der viele Informationen enthält, die für dich komplett neu sind. Das heißt, dein Kopf ist auch gar nicht vorbereitet, hat sich noch nicht gewöhnt an solche Informationen. Das muss man nämlich auch sagen. Das muss ich euch auch jetzt sagen. Diejenigen von euch, für die das ganz neu ist, komplett neu ist, das heißt, die wirklich bei Null sind, wird die Anfangsphase besonders herausfordernd sein. Die wird sehr herausfordernd sein, weil dein Kopf ist einfach noch nicht daran gewöhnt, derartige Informationen aufzunehmen. Das heißt, er wird es dir, dein Kopf wird es dir ein bisschen schwer machen. Ja, weil er wird diese Information sozusagen als erstmal unwichtig, als unwichtige Information aussortieren. Wieder raus aus deinem Kopf. Und das kennt ihr vielleicht, wer von euch schon mal etwas vom Koran gelernt hat. Ihr solltet die Erfahrung gemacht haben. Moment mal bitte. Ihr werdet wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass man am Anfang, wenn man den Koran zum ersten Mal auswendig lernt, erste Mal Verse des Korans auswendig lernt, dass man das Gefühl hat, da geht nichts in den Kopf. Man kann sich das einfach nicht merken. Mit der Zeit aber, wenn sich dein Kopf daran gewöhnt, an diese Art von Informationen, diese Form von Informationen, dann wird es immer leichter werden und sich neue Informationen dieser Art zu merken, wird immer einfacher. Das ist so eine Sache für sich. Die andere Sache ist halt eben hier diese Kanäle. Wie lernst du? Nur hören? Ja, sehr wahrscheinlich, du wirst 80% der Informationen schon sehr schnell wieder vergessen haben. Morgen schon, übermorgen, nach 3 Tagen ist das meiste weg. Sehen ist ein bisschen mehr, hören und sehen ist schon mal ein bisschen besser, 50%. Am besten ist es aber, wenn man mit dem Material selbst was anfängt, damit arbeitet, damit was macht. Da sind wir bei Selbstmachen schon bei 90%. Also das ist ein sehr wichtiger Faktor. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und das erklärt auch, warum in diesem Buch sehr dämliche Aufgaben sind. Ihr werdet feststellen, in dem Buch wird es viele Übungen geben. Zumindest in den ersten 2, 3, 4 Kapiteln wird es Übungen geben, die einem dämlich vorkommen. Sie sind viel zu einfach. Viel zu einfach. Aber es geht bei dem Ganzen gar nicht darum, dass man dich überfordern soll. Es geht einfach nur um das Konzept hier selbst machen. Und das hat einen erheblichen Beitrag dazu, ob du dir die neuen Informationen merken wirst oder nicht. Lernen einer Sprache erfordert viel, wie heißt das? Viel Verpflichtung und regelmäßige Wiederholung. Also du musst dich schon verpflichtet fühlen, das zu lernen. Du musst dich bemühen und regelmäßig wiederholen. Das ist der Schlüssel zum Lernen einer Sprache.
Das ist der eine Punkt, Wahrscheinlichkeit ist behalten. Nächster Punkt ist, da gibt es so eine Vergessenskurve, die Ebbinghausche Vergessenskurve. Was sagt die uns? Das brauchen wir für unsere Wiederholungen. Wie sollte ich wiederholen? Wann sollte ich wiederholen? Wann ist es zu spät? Wann, also wie lange darf ich etwas aufschieben? Das Wiederholen von neuen Wörtern, neuen Regeln. Wie lange darf ich das aufschieben? Diese Kurve sieht komplizierter aus, als sie ist. Sie ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre sie euch. Bei 0 Minuten hier, das bedeutet, das sind die Informationen, die ich dir gerade mitgegeben habe. Okay? Informationen des aktuellen Moments. Es ist egal, welche Information das ist, Sprache, Mathematik, Biologie, es spielt keine Rolle. Jedenfalls, ich habe dir gerade etwas erklärt und du hast es verstanden. So, diese Informationen sind für den Moment jetzt zu 100% in deinem Kopf. Aber wie du siehst, mit zunehmend verstrichener Zeit und besonders in den ersten Minuten ist der Fall hier sehr rapide. Ist ein sehr starker Fall. Das heißt, in den ersten Minuten nach dem Aufnehmen neuer Informationen vergisst du das Allermeiste. In den ersten 20 Minuten hast du schon 40% oder nach 20 Minuten hast du schon 40% sehr wahrscheinlich vergessen. Nach 60 Minuten hast du fast 60% vergessen. Nach so, ja, 24 Stunden sind wir bei zwischen 30 und 40%. Und du siehst, es wird dann immer weniger. Das flacht ab. Warum ist das für uns wichtig? Was können wir daraus entnehmen? Daraus kannst du entnehmen, wie du deine neu gelernten Sachen wiederholen solltest. Zum Beispiel sagt mir das, ich sollte unbedingt am selben Tag, oder ja, wenn wir haben Unterricht am Abend meistens, das ist ein bisschen schwierig, aber du solltest zumindest dann am nächsten Tag nochmal deine Informationen, deine neu gelernten Informationen ein wenig wiederholen. Es muss kein Pauken sein, aber du solltest dich schon mal anschauen wieder. Und das machst du dann in immer größeren Abständen. Das heißt, am Anfang sollst du die meisten Wiederholungen machen und dann kannst du immer größere Abstände machen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. So, das mal zu Lernmethoden und Lerntechniken. Was brauchen wir noch für den Unterricht? Das ist kein Muss, das könnt ihr euch besorgen. Ich finde es nützlich. Und zwar ein einfaches Anfängerwörterbuch von Langenscheid, Arabisch, Deutsch, Deutsch, Arabisch. Das ist kein professionelles Wörterbuch, ein alltägliches Wörterbuch. Und zweitens ein Bildwörterbuch, ebenfalls von Pons oder Langenscheid. Ich schicke euch die Links nochmal in der Telegram-Gruppe zu. Diese zwei empfehle ich euch anzueignen. Man kann damit viel machen, viel lernen, insbesondere mit dem Bildwörterbuch. Man einfach mal zwischendurch mal durchblättert und dann stößt man auf interessante Sachen. Und wenn du auf Bilder stößt, die dein Interesse wecken und die dazugehörigen Wörter lernst, die wirst du kaum vergessen. Diese zwei Wörterbücher, also wie gesagt, könnt ihr euch aneignen, braucht ihr aber nicht unbedingt am Anfang. Braucht ihr nicht unbedingt am Anfang. Die nächste Sache ist, die nächste Sache, und zwar die Aufgaben Vor- und Nachbereitung. Vor- und Nachbereitung zum Unterricht. Der erste und wichtigste Punkt ist, sofern es möglich ist, nimmt am Unterricht aktiv teil. Okay? Nicht nur, weil du dann interagieren kannst, aber auch, weil es die Unterrichtsmoral anhebt. Es hebt die Unterrichtsmoral an für alle. Also wenn du dabei bist, profitieren alle davon. Nicht nur du selbst, alle anderen profitieren davon, weil das die Unterrichtsmoral anhebt. Wenn aber immer mehr verschwinden und nicht mehr aktiv teilnehmen, dann leidet auch die ganze Klasse darunter, weil sie ebenfalls an
Unterrichtsmoral verlieren. Tayyip, wenn du mal nicht da bist und nicht konntest, oder aus welchem Grund auch immer, dann wiederholt den Unterricht. Die Unterrichte werden alle aufgenommen. Tamam. Alle Unterrichte werden aufgenommen. Und ich habe euch in dem auf der Webseite, wenn ihr unter meine Kurse gegangen seid, dann werdet ihr dort gesehen haben, ich habe euch dort gezeigt, erklärt, wie man zu den Aufnahmen kommt und wie man zu den Live-Unterrichten kommt und so weiter. Aber ich zeige es euch gleich auch nochmal. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie ihr mit der Webseite umgeht. Der zweite Punkt, dritte Punkt, wichtig ist notieren. Du musst nicht mitschreiben, alles, jedes Wort, aber du solltest, wenn du die Aufnahmen nicht nochmal anschaust, dann solltest du dir das Wichtigste notieren, um damit üben und lernen zu können. Denn im schlimmsten Fall ist es, dass du es brauchst und du nichts hast. Du brauchst das und du findest es nicht, weil du es nicht niedergeschrieben hast. Und die Ulama sagen schon seit eh und je, Al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu. Das Wissen ist wie Jagdgut. Das Wissen ist wie Jagdgut, also das mal, was man etwas, was man jagen muss und einfangen muss. Und der Fang des Wissens ist die Niederschrift, das Niederschreiben des Wissens. Wenn du es niedergeschrieben hast, hast du es eingefangen. Ansonsten wird es dir entweichen. Der letzte Punkt ist so eine triviale Sache eigentlich, sollte etwas Selbstverständliches sein, aber ist leider in unseren Zeiten nicht mehr selbstverständlich, wo jeder zweite handysüchtig ist. Ablenkungen wie das Handy abschalten. Und das hat einen ganz wichtigen Grund. Ich zeige euch das mal. Wir kommen gleich zu dieser Folie zurück. Ich möchte euch ein paar Studien zeigen. Das ist so ein römischer Spruch, den kennt ihr vielleicht. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Es gibt ganz viele Studien mittlerweile, nachdem so viele Menschen zu Smartphone-Zombies geworden sind, wie sich Smartphones auf Konzentration und Denkvermögen auswirken. Also grundsätzlich muss man festhalten, dein Smartphone schränkt dich in deiner Denk- und Konzentrationsfähigkeit enorm ein. Und es gibt dafür ganz verschiedene Studien. Zum Beispiel, hier haben wir eine Studie von der Universität in Texas aus 2017. Das ist eine ganz interessante Studie. Die haben die Testpersonen, die Probanden, die haben ihnen Aufgaben gegeben, die konzentrationsintensiv sind. Die brauchen Konzentration. Die brauchen seine volle Aufmerksamkeit und beanspruchen ihn also auch kognitiv. So, die haben die in drei Gruppen eingeteilt. Bei der ersten Gruppe lagen die Smartphones auf dem Tisch. Dein Smartphone liegt auf deinem Tisch in Augen, in Sichtweite, aber umgedreht. Display nach unten und auf stumm. Display nach unten, stumm, aber auf deinem Tisch. Das heißt in Reichweite, Handreichweite und Sichtweite. Die andere, dann gab es noch eine zweite Gruppe, bei denen waren die Smartphones in der Tasche, auch lautlos. Dann gab es eine dritte Gruppe. Bei denen hat man die Smartphones in einen Nebenraum gestellt. So, was glaubt ihr, wer hat am besten abgeschlossen? Ist wohl selbstverständlich. Erklärt sich von selbst. Wer hat am allerbesten abgeschlossen? Na, die im Nebenraum. Und interessanterweise bei dieser Studie hatten 80% der Personen gesagt, ihr Handy würde sie nicht ablenken. Ja, die Ergebnisse der Studie, die schlechteste Konzentration hatten die Leute mit dem Smartphone auf ihrem Tisch. Sie haben am allerschlechtesten abgeschnitten bei allen Aufgaben. Die bessere Konzentrationsleistung hatten die Smartphones in der Tasche hatten, aber die waren stumm gestellt. Also weder vibriert da was, noch sieht man Lichter, blinkende Lichter. Es gibt keine, wie sagt man, aufmerksamkeitsauslösende Faktoren vom Handy.
Und dann die allerbeste Konzentration, ja, das hatten die Leute, die ihr Smartphone nicht in Reichweite hatten. Das heißt, dein Smartphone zieht dir deine Denkkraft und geistige Kraft, kognitive Kraft oder beansprucht sie, auch wenn du es nicht benutzt. Auch wenn du es nicht benutzt. Das ist eine Studie, die sehr interessant ist. Ein anderer Punkt, der damit zu tun hat, egal wie du abgelenkt wirst, ob das meistens ist es heutzutage durch das Smartphone, wenn wir immer mal kurz Nachricht gucken, kurz mal einen Blick auf das und jenes werfen. Und da ist man dann geistig gar nicht mehr dabei. Man nimmt an, man wäre noch dabei, aber man ist geistig nicht mehr dabei. Aber interessant ist, was so eine kleine Unterbrechung ausmachen kann. Unterbrechungen von nur 2,8 Sekunden können dich ablenken. Und wenn du abgelenkt bist, ist der Übergang zur ursprünglichen Aufgabe, kann viel Zeit beanspruchen. Das heißt, bis du wieder komplett in deiner Konzentration bist, in deinem Flow bist, kann es enorm viel Zeit benötigen. Im Durchschnitt dauert es 23 Minuten. Wegen einer Ablenkung 23 Minuten, bis man wieder geistig völlig dabei ist bei der Sache. Das heißt, der Unterricht ist schon vorbei und dann bist du wieder zurück. Also für euren eigenen Vorteil wäre es zu empfehlen, wenn man, egal ob es jetzt bei diesem Unterricht ist oder wenn du lernst oder eine wichtige Arbeit erledigst, dass du versuchst, Faktoren, die dich abhalten, die dich hindern, voranzukommen, dass du diese abschaltest. Ist auch eine ganz interessante Studie. Und zwar, dass das Umschalten zwischen Aufgaben 40% der produktiven Zeit kosten kann. Das heißt, du musst 40% mehr Zeitaufwand bringen, um eine Aufgabe abzuschließen, die du eigentlich mit 40% weniger Aufwand hättest abschließen können, wegen Ablenkung. Okay, wir gehen nochmal zurück auf die Folie. Vorbereitung, Nachbereitung. Hier. Nach dem Unterricht ist es ganz wichtig, die Sachen nochmal zu wiederholen. Das heißt, lies die Dialoge nochmal. Lies sie für dich selbst. Lies die dir selbst vor. Schau dich im Spiegel an und lies sie. Mach irgendwas. Auf jeden Fall, lass das nicht einfach nur beim Unterricht sein. Zweitens, Vokabeln lernen, ganz wichtig. Und damit es euch so einfach wie möglich fällt, die Vokabeln zu lernen, werde ich euch im Anschluss des Unterrichts einen Link zur Verfügung stellen. Mit diesem Link habt ihr Zugang zu digitalen Karteikarten nach Kapiteln geordnet. Für jedes Kapitel gibt es Karteikarten. Karteikarten Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 bis Kapitel 8. Und die könnt ihr dann spielerisch lernen ihr müsst dazu nur eine App runterladen, die heißt Quizlet. Könnt ihr auf dem PC benutzen oder auf dem Handy. Quizlet. Mit diesem Zugangslink habt ihr dann, wie gesagt, Zugang auf die Karteikarten und ihr müsst da nichts bezahlen oder so, das ist kostenlos. Dritte Sache, wenn es Hausaufgaben gibt, dann erledigt sie, beziehungsweise wenn es Übungen gibt auf der Webseite, erledigt die Übungen zu denen oder die Quizze zu den Lektionen. Vor dem Unterricht, Vorbereitung vor dem Unterricht ist, für uns am Anfang ist das Wichtigste die Vokabeln, weil wir arbeiten hauptsächlich mit Vokabeln am Anfang. Und damit du mitkommst, ist es ganz wichtig, dass du die Vokabeln des letzten Unterrichts kannst, damit wir weitergehen können, weil wir bauen immer Schritt für Schritt auf. Das heißt, wir lernen nicht in jeder Lektion ganz neue Vokabeln, aber wir lernen einige Vokabeln dazu zu denen, die wir schon können. Wir arbeiten mit den Vokabeln, die wir bereits gelernt haben, und fügen dem ein paar hinzu. Und wenn du die alten nicht gelernt hast, dann ja, dann stockt das alles. Hausaufgaben einsenden, gut, das ist dann
Selbstverständlich. Und wiederholen, wiederholen, wie wir eben schon gesehen haben. Wiederholen ist die Mutter des Studiums. Sich neues Wissen anzueignen, kurzfristig, ist sehr einfach. Sich dieses Wissen aber auch einzuprägen und mit sich zu tragen, das ist die eigentliche Kunst und die Herausforderung. Hier unterscheiden sich dann die Leute. Gut, das dazu. Jetzt zeige ich euch kurz nochmal etwas zur Webseite hier. Also machen wir das kurz zu. Das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt kurz zu der Webseite. Seht ihr diesen Bildschirm? Okay. Das sieht jetzt bei euch ein bisschen anders aus, weil ich bin hier gerade als Admin eingeloggt, aber im Grunde genommen habt ihr hier auch so ein Dashboard. Wenn ihr euch einloggt, kommt ihr zu diesem Dashboard. Nachdem du dich eingeloggt hast, wirst du automatisch dorthin gebracht. Hier gibt es zwei Bereiche, die für uns wichtig sind. Einmal hier dieser Bereich Live-Unterrichte. Dort wirst du deinen Kurs sehen. Das ist jetzt hier dieser hier, Anfängerkurs. Und dann wirst du einmal einen Button sehen, hier rechts, so wie hier ungefähr, um in den Live-Unterricht zu kommen. Und hier links wirst du bei dir einen Button sehen, da steht Recordings drauf. Recordings. Dort findest du die Aufnahmen zu den Unterrichten. Die Aufnahme ist ca. 10 bis 15 Minuten nach Unterrichtsschluss ist sie online. Kannst du dir dann dort anschauen. Der nächste Teil, der für uns wichtig ist, wir gehen wieder hier zum Dashboard, hier unter meine Kurse. Unter meine Kurse findest du Lernmaterialien, Zusammenfassungen, Erklärung von bestimmten Regeln. Das kann in Textform sein, kann sein, dass es Folien sind, kann sein, dass es kurze Videos sind. Und es gibt Übungen. Die Übungen sind jetzt noch nicht alle da, die kommen mit der Zeit, werden sie eingepflegt. Aber jedenfalls hier, das ist euer Kurs, hier oben, Grundkurs Anfänger Arabisch 2023, klickst du hier drauf und dann siehst du erstmal diese Informationsseite. Du musst ganz runterscrollen bis unten. Hier siehst du dann den Kurs-Content. Hier hast du zum Beispiel jetzt eine Einleitung, Erklärung. Im Grunde genommen habe ich euch hier erklärt, wie ihr zum Unterricht kommt, wie komme ich zu den Live-Unterrichten, wo sind die Aufnahmen, wo sind die interaktiven Unterrichtsmaterialien. Und hier ist für alle, die noch nicht im Telegram-Kanal sind, hier könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr in unseren Telegram-Kanal. Also der Telegram-Kanal für diese Gruppe, für diesen Kurs. Hier zum Beispiel Kapitel 1, dann seht ihr diverse Unterrichtsmaterialien, Einleitung zum Kurs, Dialog 1, A plus B, Unterrichtsblatt zum ersten Dialog, Personalsuffixe, Sonnenbuchstaben. Also alle Dinge, die wir dort durchgehen werden, werdet ihr hier nochmal haben, um damit zu arbeiten und zu üben. Und es wird hier Übungen geben oder so kleine Quizze und Tests. Die sind jetzt hier noch nicht da in dem ersten Kapitel, aber ich glaube hier zum Beispiel im zweiten Kapitel ist da etwas, seht ihr, Übung zum Mubtada und Khabar. Diese Aufgaben solltet ihr auch erledigen und als eure Hausaufgaben sehen. Ja, das war es eigentlich heute zu der Einführung, zu dem Unterricht. Im nächsten Dars beginnen wir dann, das heißt Unterricht, im nächsten Dars beginnen wir mit dem ersten Kapitel, dem Begrüßen und Kennenlernen. Hat jemand von euch bis hierhin irgendeine Frage oder sonst etwas? Gibt es weitere Kurse, die noch nicht angefangen haben? Es gibt der einzige Kurs, der jetzt vor ein paar Tagen begonnen hatte, war der Kurs 3 Fundamente und die Erklärung dazu. Aber ansonsten gibt es keine Kurse, die noch nicht angefangen haben.
Ach, okay, stimmt, habe ich vergessen. Gut. Hat jemand noch Fragen? Also, es muss nicht gekauft werden, aber Leute, die lieber mit einem Buch arbeiten als mit digitalen Büchern, also PDFs und so, ja, für die empfiehlt es sich, das zu kaufen, aber es ist nicht notwendig. Wenn du also mit der PDF arbeiten kannst, dann ist es völlig ausreichend. In Bezug auf die, wie macht man, einfach über die Webseite anmelden. Bei unter Kurse gibt es den hier. Ups, das ist das Falsche. Hier geht ihr auf, gehst du auf Kurse und da siehst du den hier, Erklärung der drei Fundamente. Kannst du dich hier anmelden. Nochmal, also in Bezug auf die Teilnahme von Frauen. Also es geht hier nicht um das Dasein hier, sondern um die mündliche Teilnahme von Frauen. Die mündliche Teilnahme von Frauen. Die mündliche Teilnahme von Frauen ist grundsätzlich in Ordnung. Und es gibt dafür, also eigentlich ist es etwas Triviales. Es ist auch etwas ganz Normales, etwas Bekanntes. Aber ich erwähne das extra, weil es durchaus irgendwie dieses Missverständnis gibt, dass die Stimme der Frau etwas ist, ja, nee, dass man nicht hören sollte oder hören darf. Wir haben zum Beispiel im Sahih Bukhari den Hadith, den Hadith im Sahih Bukhari, Hadith von Abu Salih, der wiederum von Abu Sa'd berichtet. Er sagte, das ist ein etwas längerer Hadith, aber jedenfalls, dann sagte er, eine Frau kam zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, und sagte, Gesandter Allahs, die Männer haben alles aus deinem Hadith gezogen. Also die haben sozusagen der Hadith oder die Sitzungen mit dir sind vorenthalten, den Frauen vorenthalten. Und dann sagte sie, bestimme doch auch für uns einen Tag, an dem du uns etwas von dem, was Allah dich lehrte, weitergibst. Wir kommen an diesem Tag zu dir und du lehrst uns. Er antwortete dann, er sagte dann, versammelt euch am Tag so und so, an dem Tag so und so, an dem Ort so und so. Und dann versammelten sie sich schließlich an diesem Tag und der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu ihnen und lehrte sie etwas von dem, was Allah ihnen lehrte. Und er sagte auch in diesem Hadith, welche Frau von euch auch immer drei Kinder verliert, so werden sie ein Schirm für sie sein vor dem Feuer. Und dann sagte eine Frau, interagierte, und wenn es zwei sind, o Gesandter Allahs, er sagte, und wenn es zwei sind, und wenn es zwei sind. Also die Hadith, derartige Hadith, in denen es einen Kommunikation gibt, mündliche Kommunikation unter Männern und Frauen im sinnvollen Rahmen, im Rahmen des Anstandes und Benehmens und sinnvollen sind zahlreich, unzählbar. Deswegen sagt Al-Allamah Abdul Qadir ibn Ahmed ibn Badran al-Hanbali in seinem Buch Al-Mawahib, er sagt Gleiches, also er wurde gefragt über die Stimme der Frauen. Er sagte, Gleiches gilt für die melodische und reizende Stimme einer Frau und für ihre verführerische Sprechweise. Da dies das Herz der Männer anspricht und ihr Verlangen erregt, ist es nicht erlaubt, dies zu hören. Gewöhnliches Sprechen und die Kommunikation mit ihnen aufgrund einer Haja, das heißt eines Bedürfnisses, sind legitim. Und dann sagt er, die Menschen pflegten mit den Sahabiyat zu sprechen und ließen sich von ihnen unterrichten. Ahmed hat in seinem Musnad diverse Masanid der Sahabiyat. Auch gab es unter den Frauen dieser Umma, Alimat oder Gelehrte. Die Männer hörten von ihnen die Sahihain, die Sunan, die Masanid und die Ajza. Unter ihnen waren auch Dichterinnen. Und dann sagt er am Ende, glaubst du, all das geschah, ohne zu sprechen? Und wir sehen das auch im Koran, yani, in der Geschichte von Musa a.s. in der Surah Al-Qasas.
Darin sagt Allah Ta'ala: وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Und als er, yani Musa, zum Wasser von Madian kam, fand er dort eine Gruppe von Menschen, die ihr Vieh tränkten, und daneben zwei Frauen, die ihr Vieh zurückhielten. Er sagte, yani zu diesen Frauen, er spricht diese zwei Frauen an: Was ist euer Anliegen? Also, warum steht ihr abseits von den Menschen mit eurem Vieh? Sie antworteten: Wir können erst tränken, wenn die Hirten mit ihrer Herde weg sind, und unser Vater ist ein sehr alter Mann. Yani, warum erwähnen Sie das? Unser Vater ist ein alter Mann. Er hat Sie doch gar nicht gefragt, oder? Er hat Sie doch gar nicht nach dem Vater gefragt. Warum erwähnen Sie das von sich selbst aus? Hören mich die anderen noch? Okay, warum erwähnen Sie das von sich selbst aus? Er hat Sie nicht danach gefragt. Er hat sie nur gefragt, warum steht ihr abseits? Ja, sozusagen als Begründung dafür, warum wir hier sind. Warum wir hier sind? Unser Vater ist ein alter Mann, der das nicht mehr machen kann. Und dann sagt Allah Ta'ala: فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Also tränkte er für sie, zog sich dann in den Schatten zurück und sagte: Und er sagte: Mein Herr, ich bin wirklich in Not nach dem Guten, das du auf mich herabgesandt hast. Und dann kommt wieder was Interessantes. Dann sagt Allah Ta'ala wieder: فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءَ. Dann kam eine von denen wieder zurück. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Eine von ihnen kam wieder zurück, schüchtern gehend, und sagte: Mein Vater lädt dich ein, um dir deinen Lohn dafür zu geben, dass du uns getränkt hast. Es gibt viele Verse im Koran, ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen, aber grundsätzlich, dass die Stimme der Frau in normalen Verhältnissen keine Aura ist. Deswegen, die Frauen können hier auch mündlich teilnehmen. Das ist in Ordnung. Ja. Das war es dann auch schon für heute. Wir sehen uns dann inshallah, hören uns dann inshallah im nächsten Dars. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bis zum nächsten Mal inshallah. Assalamu alaikum.